Tag der Lehre will die Lehrenden an der FAU informieren über die Möglichkeiten, die sie haben im Bereich der Digitalisierung der Lehre. Schwerpunktthemen sind der Videoeinsatz und digitale E-Prüfungen. In dem Zusammenhang sind wir sehr froh, dass wir als Experten Herrn Professor Lurschak gewinnen konnten, der sich speziell auskennt mit den Themen Innovation in Lern- und Prüfsituationen. Kann ich die allgemeine Relativitätstheorie in Bullet Points erklären? Kann ich irgendwas Komplexes, Soziologisches mit Bullet Points erklären, Spiegelstrichen erklären? Außerdem haben wir Experten, Inhouse-Experten aus dem Institut für Lerninnovation und aus dem FBZHL, dem Fortbildungszentrum Hochschullehre, die unseren Lehrenden zeigen können, was bei uns an der Universität möglich ist, welche Unterstützungsleistungen wir anbieten können in finanzieller, konzeptioneller und didaktischer Hinsicht. Können eine kleine Startfinanzierung geben. Haben Sie ein bisschen Mut zur Innovation, reden Sie mit uns und wir versuchen Ideen einfach zu entwickeln. Wir haben immer darauf geachtet, dass wir nicht gleich am Anfang eine große Lösung bauen, die wir eh alle nicht stemmen können, sondern dass wir wirklich Schritt für Schritt weitergehen, ausprobieren, was passt denn, was klappt denn auch gut im jeweiligen Setting. Im Rahmen von zwei Workshop-Serien haben dann unsere Lehrenden die Gelegenheit, sich zu beiden Themen auszutauschen anhand von Best-Practice-Beispielen. Da können Sie sehen, welche Formate jetzt schon in der Umsetzung gut funktionieren und welche Vorteile die Digitalisierung von Prüfungsformaten hat. Also es zeichnet sich ganz klar ab, dass das Thema Digitalisierung ein Thema bleiben wird. Und das bedeutet vor allem, dass das Thema E-Prüfungen noch anwachsen wird. Hier werden wir auch weiterhin Unterstützungen leisten. Darüber hinaus oder zusätzlich wird allgemein das Thema E-Learning-Aspekte oder E-Learning-Elemente in der Lehre weiter in der Entwicklung sein. Und hier werden wir auch anhaltend beraten, technisch und auch finanziell unterstützen. Mir hat es gut gefallen. Ich war eigentlich angenehm überrascht, dass ich so viel mitnehmen konnte. Ich fand mehrere Sachen ganz spannend. Wir machen E-Prüfungen und ich habe einiges gelernt, wie ich sie verbessern kann zum Beispiel, wie ich noch sie interessanter gestalten kann, wie ich die Studenten noch besser darauf vorbereiten kann. Die E-Prüfungen sind für mich sehr interessant. E-Prüfungen setze ich auch seit letztem Semester für meine Vorlesung ein, was sehr gut funktioniert hat, was mir sehr viel Arbeit erleichtert hat. Ich finde auch die neuen Features bei den E-Prüfungen ganz toll, die werde ich auch in Zukunft sicher nutzen. Und ich habe mir ganz viele tolle Ideen für die Videos für meinen VHB-Kurs holen können. War insgesamt eine super Veranstaltung für mich, sehr informativ.